Wie heißt du und wie alt bist du? Ich bin Leon Schöneberg und ich bin 14 Jahre alt. Wie bist du drauf gekommen, diese Sportart zu machen? Als ich ein kleines Kind war, habe ich eine Krankheit bekommen und deshalb mache ich es. Wie alt warst du, als du diese Krankheit bekommen hast? Ich war 7 Jahre alt. Hast du davor auch schon andere Sportarten gemacht? Ja, davor habe ich Basketball gespielt und deshalb bin ich jetzt zum Rollstuhlbasketball gegangen. Also du spielst jetzt seit deinem 7. Lebensjahr Rollstuhlbasketball? Ja, genau. Hat das Rollstuhlbasketball in deinem Leben was verändert? Definitiv. Ich habe neue Freunde gefunden und kann mich wieder im Sport austoben. Deine Freunde, wie haben die es aufgenommen, dass du jetzt im Rollstuhl sitzt? Die haben es gut verkraftet und ich bin immer noch mit denen befreundet und so wie früher. Spielst du jetzt außer dem Rollstuhlbasketball auch noch andere Sportarten? Nee, nur Rollstuhlbasketball. Also du spielst zurzeit in einer Liga? Ja, in der 2. Bundesliga Süd und in der Regionalliga Süd. Was heißt es für dich? Also hast du ein spezielles Training oder musst du anders trainieren als die anderen? Nein, ich trainiere mit meiner Mannschaft ganz normal. Wie unterstützt dich deine Familie in dem Ganzen? Sehr. Meine Mutter fährt mich immer zu den Lehrgängen, holt mich auch wieder ab, fährt mich immer ins Training und mich unterstützen alle immer sehr gut. Spielst du eine spezielle Position oder spielst du überall? Ich spiele Center. Und was heißt das? Also was machst du da? Körbe machen. Okay, könntest du dir jetzt auch noch ein Leben ohne Rollstuhlbasketball oder Basketball überhaupt vorstellen? Nein, das ist mein Leben. Also du wirst es weiterhin machen? Auf jeden Fall. Und willst du auch noch weiter aufsteigen? Sind das so Möglichkeiten, natürlich, die du machen willst? Ich will jetzt in den richtigen Kader von der U22 kommen und auch in ein paar Jahren in die 1. Bundesliga aufsteigen. Trotz der Behinderung können die Spieler ihr ganzes Potenzial ausschöpfen. Rollstuhlbasketball ist ein sehr schneller und dynamischer Sport. Und das Wichtigste ist, dass die Spieler Spaß haben, neue Leute kennenlernen und Herausforderungen bewältigen.